sitze jetzt mit Kili beim Döner. Nee, ich wollte gerade sagen, wie man unschwer erkennen kann. Nö, kann man nicht. Könnte ja alles sein hier, ne? Aber wir essen jetzt lecker Döner. Dönerbox. Entschuldigung, Dönerbox. Ja, das Schöne am heutigen Tage. Mein Portemonnaie wurde bei der Tankstelle abgegeben, wo ich die letzten Tage nicht drauf war. Mir ist aber auch schon fast egal, wie es dahin gekommen ist. Papiere sind da. Geld war nicht alles vorhanden, aber ein bisschen hat man mir übrig gelassen. Und ja, danke dem, der es überhaupt gemacht hat. Also ich dachte wirklich so, die Karten alles sperren lassen. Bürokratie, Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, ihr kennt das alles. Es ist da. Kann durchatmen. So, und dann waren wir bei DM. Kili, kannst du mir meinen Beutel kurz geben, wenn es geht? Nur wenn du Zeit hast. Weil ich habe gemerkt, mir fehlt Geschirrspülsalz. Habe ich jetzt erstmal noch Neues mitgenommen. Meine Blondierwäsche wird das werden, damit ich dann hier dieses Schwarze nochmal rausbekomme, weil es sieht ja blöd aus. Andersrum ist immer nicht schlimm, wenn es oben dunkler ist als unten, aber unten dunkler als oben ist doof, ne? Also müssen wir den unteren Teil ein bisschen rauswaschen, aber wirklich nur ganz kurz. Jetzt nochmal geholt, das war die aktuelle Farbe auf dem Kopf. Sweet Brunette und manchmal Sweet Brown, muss man mal gucken. Ich von Zayos dieses Keratin-Shampoo mit und dazu eine Spülung, eine Tiefenspülung. Mal gucken, wie das ist. Von Japan inspiriert. Jo, mal gucken. Blauer Lotus. Ja, also soll ich sie nochmal reinhalten? Peachy und Koi. Und Kili schmeckt, ja, wa? Ne? Hier, die 20. Und die 15. Fand ich ganz schön vom Farbton her. Boah, ich ziehe voll meine Stirn. Wir haben super schönes Wetter. Ja, das war's. Jetzt werde ich hier noch riechen. Habe ich das schon hochgezeigt? Mein Sprühzeug ist alle. Das ist echt so für Universal wie Breath mein mittlerweile Lieblingsspray geworden für Toilettenküche. Oh, danke schön. Danke, danke. Nö, brauche ich nicht, danke. Oh, riecht aber sehr, sehr schön. Riech mal, Kili. Riecht voll schön, ne? Wie ein Duschgel. Ich habe wirklich schon totale Probleme, den Wald vor lauter Bäumen überhaupt noch zu sehen mit zwei Portemonnaies, ne? Ich renne jetzt mit zwei Portemonnaies rum. Falls ja. Was? Falls das andere gestohlen wird. Ey, hör auf. Ich muss unbedingt wieder alles zurückpacken. Guten Appetit, mein Schatz. War das ein Danke? Ja. Dann nehmen wir heute mal gleich dieses transparente Sonnenspray, weil das ballert hier echt ganz schön rauf. Also ich bin ja sonst nicht so, aber jetzt, wenn man hier so sitzt, ist so, okay. Ah, okay, hier oben. Spritze ich zu dir durch den Wind? Nee, ne? Muss man ja mal austesten hier. Ach ja, Kieran hat sich Kaugummis mitgenommen. Er unterstützt Bibi. Können die was? Kennst du die? Warum rieche ich ihn dran? Tasty Donut Flavor. Gebäckig süß. Darf ich einen? Hast du schon einen gegessen? Und? Schmeckt halt wirklich nach Donut. Die sind super komisch. Guck mal, wie sie lacht. Steckt voll an. So sehen sie aus. Ist schon komisch. Etwas wie Zuckerwatte irgendwie. Ja, wie ein Kuchen. Vanillekuchen. Aber jetzt nicht unbedingt eklig oder so. Nicht unbedingt. Nö. Boah, ich hab Durst. Warum isst du deine nicht?
Ich esse meine zu Hause. Hier, wollt ihr noch trinken? Muss die Gäste zurückgehen. Ja, pack mal rein. Willst du was zu trinken gleich holen? Und dann gehen wir noch. Ja, dann gehen wir. Hä? Hier ist es übrigens, ja. Macht so. Also Kaugummi kann man es ja nicht nennen, wa? Ja, das war's. Sind wir fertig. Hier ist null Zucker drin. Da ist kein Zucker drin? Zeig mal. Nein. Süßi? Süßkartoffelkonzentrat. Ach, ernsthaft? Da hat sie ja mal was Gutes auf die Beine gestellt. Vegan. Trotzdem, die besten Kaugummi sind Airwaves. Airwaves? Imagine und Tupofunk. Aber sind ich jetzt vergesse jedes Mal meine Sonnenbrille hier mitzunehmen. Ha? Aber morgen ist wieder Schule, ne? Ich dachte gestern so, du veräppelst mich. Pfingst Montag vorbei und du sagst erstmal, morgen ist doch Feiertag. Ich habe den nicht gefunden, die Nachricht. Wie hieß das? Also ich weiß, der Stundenplan war komplett leer, aber... Haben das alle Schüler oder nur deine Schüler? Nein, heute ist es Bundestag, Bundesheer oder so. Tag des Bundesheer. Deswegen habt ihr frei. Nein, heute ist irgendwie die deutsche Mauer gefallen oder so. Nein. Scheiße. Was ist denn heute? Marsch der deutschen Einheit oder so. Marsch der deutschen Einheit? Na, keine Ahnung, wie das heißt. Verarsch mich nicht. Oh, ist voll schön chillig hier in der Sonne, ey, ich liebe es. Das ist so das Einzige, was noch so Wärme gibt. Aber wirklich. War wieder ein schlauer Spruch von mir, ne? Das Einzige, was Wärme gibt. Aber so vom Wohlempfinden meine ich es eher. War mein Zitat raus? Alle Menschen haben 10 Finger, außer Menschen, die 9 Finger haben. Ja, ich bin filmbereit. Magst du erzählen? Jo, 12 Volt Batterie, schrottige neue Autos, ist leer. Aber guck mal, was er für ein Teil bei hat. Ja. Das ist schon super. Plus, am Plus. Jetzt hast du auch gleich eine YouTube-Starthilfe-Tutorial hier. Und Minus, kann man als Minus machen, wenn ein ausgewiesener Minus da ist, wenn nicht. Nicht versuchen, von über Dinge reinzuklären, irgendein Metallteil im Motor suchen. Wie hier zum Beispiel, zack. Gucken, dass die Kontakte richtig drauf sind und funktioniert das fast nicht. Dann machen wir das ganze Ding einmal an. Er erklärt so gerne. Soll ich natürlich gehen. Ich dachte ernsthaft, wir brauchen jemanden, der uns Starthilfe gibt. Also Motor höre ich jetzt nicht. Und? Operation abgeschlossen. Wir ausmachen das Ganze. Das hört man nicht. Da hört man ja gar nichts. Das war schon. Oh, na Mensch. Können wir wieder weiterfahren. Schade, dass der Laden nicht offen hat. Ja. Schade, schade. Wollt ihr noch was sehen? Da haben wir den Kreisel. Na, nee, der ist nicht mehr Kreisel. Da entstehen Wohnungen. Hinter mir mein beliebter Bierpilz. Ich hasse mittlerweile. Oh, schade. Der ist verlegt. Stellt ihn euch einfach hinter mir irgendwo vor. Ich habe jetzt wieder was bekommen. Diese Cooling-Decke, die kennt ihr ja schon. Diese Cooling-Blanket. Und die kühlt ja 4 bis 5 Grad im Sommer runter. Das ist ein Stoff, den habe ich euch in einem Vlog schon vorgestellt. In der Farbe Grau, da gab es irgendwie 2 Decken. Und Kissenbezüge gibt es, ja. Hier stand die Gradzahl, also um was es kälter wird. Im Sommer natürlich sehr ideal. Dann haben wir hier auch wieder 100% Baumwolle, bei 30 Grad waschbar. Nicht trocknen, also nicht in den Trockner machen, meine ich. Nicht nass damit schlafen. Nicht bleachen. Da ist irgendwie Nylonmaterial drin.
Und die andere Seite kommt auf die Haut. Also Kilian benutzt seine graue stetig, ja. Ich zeige euch das mal. So sieht das aus, so kommt das an. Halt's auch hier nochmal rein. Links sind unten in der Infobox. Ich sag euch das nur, ihr müsst nichts kaufen. Ich kriege davon keine Provision, sondern freue mich, wenn ich die Produkte bekomme in diesem Fall und für mich nutzen kann, weil wir sind ja hier auch 3 Personen, manchmal sogar auch 4, ne? Und dann ist es schön. Damit habe ich jetzt 3 Cooldecken oder Coolingdecken. Und dann durfte ich mir, ich glaube, vorher mal durfte ich mir auch schon die Farbe aussuchen, aber habe es irgendwie ein bisschen versemmelt. Habe mir grün. Also das ist diesmal grün. Sieht aus wie grau, ist auch ein, ja, so ein Mintgrau, ja. Das ist hier die Farbe. Es gibt auch noch ein leichtes Rosé, aber der Clou, also ihr kennt ja die Decke. Also erstmal ist sie wirklich richtig schön schwer vom Stoff. Ich stelle euch mal so hin. Mega schwer. Ey, das gibt's doch gar nicht. Seht ihr meine Gänsehaut? Ich fasse diesen Stoff an. Ich bin aber sowieso eine Frostbeule. Also ich fühle mich echt nur wohl, wenn die Sonne scheint. Und das ist hier... Das kommt auf die Haut, die Innenseite. Ja, ach doch, jetzt erkennt man eigentlich ganz gut, dass es grün ist. Ja. Also hier soll auch kein Bettbezug rum, ja. Das wird gewaschen. Und dann bei Hitze, falls wir die noch bekommen sollten, kühlt das Ganze dann so viel runter. Ich denke mal, oder ja, wenn es Kilian schon angenehm empfindet, wenn wir manchmal so 28 Grad haben. Und jetzt kommt der Clou. Der Scheißer wartet hier schon. Die gibt es auch für Tiere. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, voll cool. Habe mir die Größe S ausgesucht. Das geht wirklich bis L oder XL. Und selbst die Hunde haben was davon. Ich dachte, so ist er der Kracher. Ich halte es euch mal rein, dass es nicht reflektiert. Davon habt ihr nichts, sehe ich gerade. Also, auch dieses funktioniert kühlend. Und ich dachte auch vielleicht im Auto im Sommer, ja, wenn man mal irgendwo hin muss. Ach, guck mal an. Das Beste ist, man sieht, wenn die also draufgelegen haben, da ist so eine Veranschaulichung, sieht man, wo die gelegen haben. Das verfärbt sich bei denen, dieser Liegeplatz. Also wenn die aufstehen, sieht man so richtig diese Form von den Hunden. Und die haben das quasi, was wir auf die Haut dann bekommen, oben. Und unten ist es auch cool, da sind Gumminoppen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, kann man sehen. Das ist gut. Das ist echt gut. Vor allen Dingen voll süß. Na komm mal her, wir probieren es mal. Okay, es verrutscht auch wirklich nicht. Ich zeige euch das mal. Mach mal Platz. Na? Ist gut? Liegst du gut? Liegst du gut? Ja, also das ist für beide gedacht, ne? Die passen da beide rauf, die Chihuahuas. Wenn sie merken, das kühlt wirklich. Das ist sogar 5 Grad. Guckt mal. Da steht sogar eine 5. Na Mensch, hast du das gut. Das ist schicki, wa? Das ist schicki. Ja, nee, cool. Mega. Freue ich mich. Er sich wahrscheinlich auch. Chromic Tech Non-Slip. Sind die beiden Sachen, die neu im Cooling-Angebot sind. Ihm gefällt da total drauf. Luis, alles gut? Machst du Platz? Mach mal Platz. Nö, klappt ja wunderbar. Kümmert mich nicht. Mach mal Platz. Na fein. Ja, du mit deiner Rolle, ne? Du mit deiner Rolle, na toll. Na toll. Mach mal nochmal eine Rolle. Wie geht eine Rolle? Wie geht eine Rolle? Mach mal eine Rolle. Wie geht eine Rolle? Mach mal eine Rolle. Na los. Ich glaube, der ist kaputt von der Gassi-Runde. Sollten wir die Decke erstmal waschen oder
Was ist los? Was ist los? Hast du eine Allergie? Hast du eine Allergie dagegen oder was? Ja, also ihm gefällt's, ne? Ansonsten würde er, glaube ich, nicht freiwillig die ganze Zeit drauf liegen bleiben. Das, was mich jetzt mal interessieren würde, komm mal hoch. Sieht man da jetzt echt den Liegeplatz? Komm mal hoch, komm mal her. Komm mal her. Tatsache. Guck mal, das wurde weiß. Ach, ist ja krass. Aber es ist natürlich im Sommer noch sichtbarer. Also als ob ihr da so einen Schatten von eurem Tier zu liegen habt. Ach, guck mal, da wo der liegt, fängt es schon an, kühler zu werden. Ja, heilig, ey. Ist ja cool. Jetzt verschwindet das wieder, ne? Ich sage euch, zurzeit ist mal wieder nicht feierlich. Ich sitze jetzt hier gerade, meine Waschmaschine hat nicht mehr abgepumpt und habe jetzt hier mit dem Schlauch dieses Wasser entfernt. Den stecke ich jetzt wieder rein. Und hier das Flusensieb, aber ich habe nicht wirklich irgendwas finden können. Jetzt gucke ich mal, vielleicht hat es einfach auch nur gereicht, dass da ein paar Flusen mit rausgekommen sind. Naja, also die paar Flusen, die liegen hier auf dem Boden. Manchmal kann es auch echt dieses Stück Draht hier sein. Jeder lacht jetzt. Ja, Miranda, könnte es sein? Ja, könnte es wirklich sein. Ich habe eigentlich nicht im Gefühl gehabt, dass hier jetzt so viel rauskam, weil ich das eigentlich oft kontrolliere. Naja, gucken wir mal. Können wir auch gleich die Klappe sauber machen. Es brummte dann nur noch mit Fehler 18. So, viel des Guten, was da drin war. Kann sein. Jeder fragt sich, Miranda, hast du ernsthaft Draht jetzt ins Klo geworfen? Tatsächlich muss ich jetzt auch gleich noch mal ins Klo fassen. Ja, läuft bei mir. Ich sag euch, ein Spaß, ein Spaß. Portemonnaie weg, Portemonnaie nach fast einer Woche wieder da. Waschmaschine. Eine Nachricht bekommen zu haben, habe ich 2 Stück mitgenommen. Wirklich? Ich hatte keinen Empfang auf einmal mehr, oder dein Handy war aus? Mein Handy war aus, ja, dann habe ich die mitgenommen. Ah, ich habe die beiden mitgebracht. Aber ich glaube, einer davon ist bei. Oh, ja, danke. Oder du mischst die. Ja. Danke. Komm her. Was machst du? Oh, darf ich mir eine Pizza machen? Ja. Ich google. Und den Scheiß. Aber mach mich raus aus dem Video. Bitte. So, ist das Salam? Ist das Aussalam? Ist das nicht Salam? Bekennerschreiben gefunden. Oh, was für ein Bekennerschreiben? Wenn die Einstellungen mal weg wären, ist ein Mensch getötet worden, mehr als 10 Bekennerschreiben. Ja, in so eine Schülergruppe, ne? Ist so ein Kranker, weil du auf den Kudamm reingerast. Ey, du kannst dich doch nirgendwo mehr frei bewegen. Das ist ein Mensch lebensgefährlich, das heißt. Schön, wie ich gesagt. Danke. Oh, ey, das ist mir jetzt nicht auf hier. Du wirst wieder mit. Ich bin sauer auf dich. Weil ich mit dir keine Gnocchi gemacht habe? Weil ich mit dir keine Gnocchi gemacht habe? Gnocchi? Gnocchi. Nee, weil deine Lasagne einfach weg war. Gnocchi war ist ja auch geil. Ja, ich habe nicht gegessen. Ja, aber anbrennen lassen hast du die. Das war Lasagne. Ja, hat sie gar nichts davon? Nee. Doch. Ein bisschen. Ach, hast du gegessen, ja? Ja, einer. Na, das wusste ich nicht. Komm her, alleine abmachen. Aber da war auch keine Tomatensauce drauf. Und dann frage ich mich, was hast du falsch gemacht? Guten Tag. Warum lässt du deine... Ich habe deine Mutter gefragt, kannst du vorheizen? Sie hat auch volle Kanne vorheizen. Wo war die Tomatensauce? Drin. Nein, da war keine. Die war und dann habe ich nicht nochmal... Das kannst du ja jetzt vergessen. Das ist meine Schuld. Warte, darf ich weiter erzählen? Nein, und dann hätte ich die Temperatur überprüfen müssen. Mir ist schlecht. Und da war Tomatensauce drin. Soße. Kennt ihr das, wenn ihr nicht sterben wollt, aber ihr braucht eine Pause, Mann? Ist beides. Nee. Kenn ich nicht. Was ist das schon wieder für ein Blödsinn? Geh weg. Wofür ist der Käse? Ich war nicht mit der Mutter einkaufen, ich weiß nicht. Ich muss Mama, wofür war der Käse? Fürs Essen. Welches? Ja, diese Nudelpfanne. Darf ich mir ein bisschen klauen? Die hatten nicht mal Zwiebellauch. Ja, dafür ist ja Hamade. Lauchzwiebel.
Ja, oder Frühlingszwiebeln. Ja, und ich Zwiebel auch. Lauchzwiebeln. Ich kenne es unter so vielen Begriffen. Hm. Dass du deinen eigenen Namen nicht kennst. Schämlich. Schlucken. Frühlingslauch. Frühlingszwiebeln. Es geht auch Frankies. Frankies? Ja. Hast du gelernt mit mir? Gibt es Essen heute? Nudeln, wie war? Nudelpfanne, ja. Aus den Jerome? Nee, du sahst aus den Jerome. Sag mal bitte nochmal. Sag mal bitte nochmal. Ich sehe aus wie Jerome. Wie kommst du darauf jetzt gerade? Na, weil ihr sagt, ich sehe den Jürgen oder was? Helmut? Uwe. Helmut, aber wie kommst du jetzt gerade auf den Namen? Was ist mein alter Spitzname? Digga, werde ich denn so genannt? Warum? Oh, in den 90er Jahren. Oh, vor 40 Jahren. Ja. Warum? Ja, die haben mir den Spitznamen gegeben, keine Ahnung, ich weiß, was du machst. Alle haben mir den Spitznamen gegeben. Spitznamen vor allen Dingen. Ja. Die haben den immer weitergezogen. Das ist doch ein eigenständiger Name, das ist doch nicht mal ein Spitzname. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es da reingekommen ist. Ich glaube, dass da sogar irgendwie durch den Zufall zustande gekommen. Einfach aufzunehmen. Auch. Was meinst du denn? Ja, Manji, selber, was war denn das gerade? Bist du doof? Okay. Und dann fällt dir so ein, so, oh Scheiße. Okay, soll ich euch die Geschichte für Cookie erzählen, die Spitznamen? Du musst trotzdem. Ja, du liebst. Ja, aber was für eine Liebe hier? Ja, du musst Aggressivität immer mit Liebe. Zeig ihm mal bitte rein. Glaubt ja kein Schwein. Ach, du bist ja drin. Nein, man hat ja, den Hund Spaß. Den Hund jetzt ins Video? Nein. Nein, das ist der Rechten des Tieres. Nein. Was meine Rechte ist hier das? Das ist doch Zielfehlerei. Sag, hallo. Das Ding ist, Leute werden reinschreien, der Hund steht unter Stress und so, die werden nicht. Ja, das ist doch Zielfehlerei, das geht doch gar nicht. Der macht uns Stress, der Hund. Also geht doch nicht. Hier sieht's aus. Nur weil er ein bisschen knurrt oder was? Trink mal deinen Sirup. Lulu. Ganz ehrlich, dem Hund macht das nichts, wenn er in der Kamera ist. Lulu. Ich lass dich runter, okay? Du Böse! Du Böse! Böse. Ich wollte schon sagen, das ist doch gar nicht Karamell. Du Böse! Ich guck so, warum ist das rot, das Zeug? Ich glaube, das ist Grenadine. Mal gucken, wie das schmeckt. Vielleicht habe ich was Neues gefunden. Wir können Laden aufmachen und viel Geld machen. Mit Milch aber. Ja, Grenadine Karamell kommt, das gibt's, Leute. Aber das sieht bestimmt mit der Milch sehr schön. Sag mal, ist dir eine Hand auf den Kopf geflogen, Leute? Nee. Aber mir geht's gut, weil mein Schatz steht neben mir. Ich hat mir heute schon Lust gegeben, noch einen. Ich muss mir keinen Tisch. Vorführeffekt. Mein Schatz, sie hat mir auch Grenadine gerade für meinen Kaffee gegeben. So, Grenadine. Grenadine? Ja, guck mal. So. Danke. Das kommt aus dem Bad, okay. Aber ist noch nass. Ja, mir ist es egal, ich habe ja meinen Platz. Na, schön. Ja, und, pass auf. Ich mache jetzt mal was Legales. Ja, aber garantiert nicht über meine Pflanzen. Das kannst du. Ist gut. Nee? Findest du immer gut aus. Nein, das stimmt auch nicht. Für mich ist das immer gut aus. Ja, für dich. Ja. Du kannst knatschig gerade aufwachen und siehst bestimmt so wundervoll aus wie nichts anderes auf dieser Welt. Oh. Oh. Findet Kilian auch, deswegen liebt er mich morgens immer mehr. Was? Ohne dass er mich anspricht. Liebst du mich morgens auch immer mehr, ne? Abends. Abends? Ja, immer wenn ich schlafen gehe. Und Bananen. Warte, ich muss den Zwischenfit machen. Was soll ich tun? Ich fühle mich gut. Eine Porridge-Stange, bitte schnibbeln. Mein Gott. Das hier ist Porridge, oder? Ja. Aber muss ich erst mal abwaschen, die Stämme. Nee, zu Frau Röste, du machst raus. Okay. Was machen die denn da rum? Welch schnittest du so mal hoch? Wie viel Grün willst du dran haben? Kannst du mit mir bitte ordentlich sprechen? Es geht nicht mit mir so hektisch. Okay, schön. Ist auch hektisch. Kannst du die Bank doch auch rausziehen? Ja, für das eine Sitz. Achso, wollte ich mehr zuschneiden? Was ist das? Okay. Ja. Zwiebel Knoblauch pressen? Ja, lieber pressen. Wie
wie viel brauchst du einen jetzt hier? Hat sich nicht neu schon einen angebrochen? Nein, drei. Drei. Soll ich schön rumsen. Okay. Außerdem schön desinfizieren für den Körper. Ist das so? Ja. Und dann lerne ich gerade wieder was dazu. Dann ist das vielleicht zu kurz bestimmt. Ich hatte neulich eigentlich schon 10, wenn du die schon gebraucht hast. Ich kann mal draußen. Das steht draußen. Das wird mal spannend. Ja? Das macht Dinge zu diesem Bären von sich. What? Alter. Ja, dann kannst du jetzt nochmal sehen. Machen wir mit dem. Hä? Der hat einen Warte, du warst ja gerade ein Fahrlehrer, aber wurde angefahren. Mein Lehrer wurde angefahren. Okay, gut. Mein Fahrlehrer. Danke. Genau, ja, ich habe ja das. Das ist nur gut.